Anne, hallo, guten Abend. Und moin, Buddy. Wieder vom Laptop aus, deswegen heute wieder. Ja. Okay. Der Einzige war, der daran gedacht hat, dass heute Freitag ist. Nee. Leises Ohr. Das war ja gerade irgendwie noch. Du warst noch nicht. Du warst erst ab der Hälfte freigeschalten. Ah, okay. Also diesmal mit vernünftigem Internet. Lauter kann ich mich nicht stellen. Nee, bitte nicht. Ja. Du bist schon sehr laut. Ich kann leiser stellen, wenn du möchtest. Nee, alles gut. Gut. Das müsste passen. Ja, ich hab alles auf Anschlag. Also ich höre dich auch auf maximaler Lautstärke, was die Kopfhörer hergeben. Ich hoffe nur, mir knallt gleich nicht der Spielsound um die Ohren. Warum tust du das? Böse kehrt zurück. Weiß ich auch nicht. Buddy, guten Abend, wie geht's dir? Huhu! Was? Soundboard auf Terror eingestellt. Alles auf Anschlag. Oh. Ja, nee. Wir sind bei den Schwiegereltern zu Gast, weil wir gestern hier hingefahren sind, weil Kita heute zu, Montag auch zu. Irgendjemand muss während der Arbeit auf die Kleine aufpassen, also hier hin. Ja. Und dann war irgendwie vorhin, vor 5 Minuten, war halt noch so 7:30. Und dann habe ich gerade auf die Uhr geschaut und dann war so 7:40. Ja. Und dann habe ich verkündet, dass ich jetzt hochgehe und mal den Laptop langsam hochfahre und so. Und das fand Nin irgendwie nicht so witzig, weil sie dann erst realisiert hat, dass ja Freitag ist und sie die Kleine alleine ins Bett bringt heute. Na. Aber dann ganz liebe Grüße an Nin. Richtig aus. Ich schreibe sie auch mal. Sinn. Du hättest mir auch sagen können, dass du diese Woche wieder geplant hast. Und ich habe nur gedacht, du hättest auch einfach im Discord lesen können, dass es im Streamplan steht. Wie jeden Und Freitag. Ich wollte gerade sagen, wie jeden Freitag ist, glaube ich, eher der Punkt. Ach ja. Ja, ist das. Soll ich dir eine Koop-ID geben? Noch nicht, das Spiel will erst noch updaten. Ah. Und das ist ja eine leichte ID zu merken. 1, 1, 1, 1, nicht ganz. Aber 50, 70, 4 ist schon ja, nicht so schwierig. Ach ja. Ich wurde die Woche von einem Gamer-Kollegen auf der Arbeit gefragt, wofür man denn eine 1K-Leitung bräuchte. So, also 1000 Megabyte. Ja. Nun, ich hätte da so Ideen. Aber die 500.000 reicht mir eigentlich auch schon. Ja, war Diskussionsthema war halt, dass in der neuen Wohnung haben wir maximal DSL 300 oder 250. Ne, und jetzt haben wir halt eine 1000er. Ja. Ja, weil dann stand dann die Frage im Raum, ob das denn tatsächlich so schlimm ist. Ich habe halt nur gesagt, also erstmal sich zu verschlechtern, ist halt immer erstmal eine doofe Geschichte. Ja. Moin, Nimantu. Ja, theoretisch könnte ich auch 1000 hier haben, aber ein bisschen aufs Geld achten tue ich dann auch noch. Bin ich jetzt noch einmal geheilt? Und ja. Ich glaube, die 1000er bei O2 kostet uns quasi das gleiche
Wie die 250er bei Vodafone. Naja. Ja. Also auf Kabel gerechnet. Weil Vodafone. Wir hatten vorher bei Vodafone auch die 1000er. Aber 1500 bei Vodafone war komischerweise quasi gleich teuer. Und erst die 250er war halt günstiger. Mhm. So. Und jetzt O2 ist halt, bedeutend ja ja bei uns hier gibt es im Moment nur einen Anbieter, WM, mein Laptop ist aus. Bei mir war eben auch Internet weg. Nö, alles. Alles dürfte. Mein Hallo? Laptop ist wieder da. Hallo? Hallo? Also, mein Laptop ist wieder da. Ich war auch direkt wieder im Spiel. So, ich musste nur einmal den Sperrbildschirm entsperren. Okay. So, also es wurde schwarz. So, und dann ging der Ton weg vom Spiel. Discord war weg. Mitten in meinem Satz. Hm. Dann ging die Tastaturbeleuchtung aus. Oh, und der Laptop wurde auch leiser. Also ich habe den Lüfter nicht mehr gehört, habe da gefühlt, der lief noch. Und dann tat sich nichts. Und dann habe ich auch Tasten gedrückt und es passierte nichts. Und dann fuhr er wieder hoch, in Anführungsstrichen, und war dann einfach wieder da. Okay. Sehr merkwürdig. Das war gruselig. Also um das Thema fortzusetzen, bei uns gibt es im Moment nur einen Anbieter. Ich habe da leider nicht die Auswahl. Oh, da ist er schon wieder weg. Hä? Aber warte mal, Discord reagiert auf mich gerade auch nicht. Oder? Ist das gerade nur... Nee. Also, hier, Streamer-Modus? Nee. Hallo? Test, Test. Ah, jetzt reagiert's wieder. Okay. Also, liegt's nur daran, dass ich... Klingst du wieder so komisch abgehackt? Weiß ich nicht. Schon wieder? Im Stream hörst du dich normal an, aber hier über Discord? Ja, für Discord kann ich nicht allzu viel machen. Wie sieht's oder wie hört sich's jetzt an? Besser. Okay. Ich habe nur das Eingabegerät von VoiceMeter Output auf Default VoiceMeter Output gelegt. Ja, hat funktioniert. Vielleicht hat sich da was überlagert oder so. Ja. Und wieder nur, dass ich noch Ton habe. Audi hat immerhin Ton. Was ist denn da los? Gut, ich kann zwar bei Dungeons nicht mitspielen, aber ich sag mal hallo, hallo Stream. Ich bin jetzt auch mal eine Weile dabei, nur um technische Probleme zu überbrücken, genau, danke. Und zu sagen, also bei mir geht alles. Ja, bei mir theoretisch auch.
Das ist ja skurril. Ich würde Ordi einfach ein bisschen Zeit geben. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwie beratend helfen kann. Ja. Ferndiagnose ist eh immer schwierig. Ja, hast du schon mal mit Neustart probiert? Habe ich auch schon gefragt. Mal neu starten will der Top. Startet ja von alleine neu. Ich habe schon wieder zu viele Tabs offen. Auweia. Es sind tatsächlich ein paar Videos jetzt die Woche, sag ich mal, rausgekommen, die ich noch sehen wollte, aber einfach nicht dazu gekommen bin. Dafür gibt es eine später Ansehenliste. Die nur bedingt genutzt wird. Also ich nutze die sogar sehr intensiv. Zwei nicht verfügbare Videos werden nicht angezeigt. Wow, toll. Toll. Mann, irgendwo auf meinem Planeten gibt es noch eine seltene Spezies unter Wasser, im Norden. Immer aktiv, aber ich finde sie nicht, weil ist halt selten. Nö, ja, ansonsten. Jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich vielleicht das Licht ausmachen sollte, dass hier nicht so viele Viecher reinkommen. Das ist meine Grundregel Nummer 1. Licht aus, wenn Fenster auf bei ja. Nacht. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, Ordi. Hallo. Okay, er läuft noch, aber das Nicht-Headset. Moment. Ich wollte sagen, du klingst anders als. Oh. Rückkopf. So. Wie klingt das jetzt? Ja. Headsetig. Wieder normal, ne? Das klingt normal, ja. Ja. So. Dann probieren wir es doch jetzt nochmal. Also gerade eben beim zweiten Absturz ist er abgestürzt, als ich dann wieder ins Spiel reingetappt habe. Okay. Ich hatte rausgetappt, um in einen Discord-Channel zu gehen und habe dann wieder reingetappt und dann war ich wieder weg. Bin mal gespannt. Er hat allerdings auch, als ich den gestartet habe, Windows-Updates gemacht. Oh, ui, ganz gefährlich. Ja. Warum sind Updates immer so ein dermaßenes Problem für die Stabilität? Ey. Frag mal. Es gäbe da ja Betriebssysteme, die das besser machen, aber... Ja. Nun. Ja. Letztens hat quasi einer eine Neuerung geschickt, deren Inhalt effektiv war, hallo? Wir würden das Update gerne einspielen, aber unser externer Controller besteht darauf, dass wir Updates erst prüfen, bevor wir sie einspielen. Ja. Ja. Macht das schon. Das sagt eigentlich schon alles, ne? Einfach mal ungeprüft den Code da reinjagen.
Ist doch egal, hängt ja nur die Produktion dran. Na klar, so. Just in Production. Deploy on Friday und so. Yay. Oh, die hat's geschafft. Nee. Erst im Spiel. Erstmal, ja. Ja. Dann mal ganz kurz den Text von der Kampagne. Ja. Für eine Handvoll Gold. Die Zwergenkönigin hatte sich in die unterirdische Festung Morio zurückgezogen und plante, ihr erbeutetes Vermögen anzulegen. Talia und das Zwergenfestungen stürmende Böse planten, die Zwergenfestung einzunehmen. Die Zwergenfestung Morio? Ja. Erreiche 1 Million Kopfgeld für eine Handvoll Gold. Kopfgeld für Talia, 1 Million. Oh. Verbindung zu Spielerordinate verloren. Nein. Ja, nun, oh je, oh ne. It's me, Haribo. Und ich darf das Spiel nicht spielen. Wollen wir sonst nochmal eine Version zurückgehen, wenn das über die Steam-Version geht? Hier statt 1.6.2 auf 1.6.1 oder so? Ich muss mal gucken. Kann man hier in den Betas eine Version zurückgehen? Wo ist es denn? Ja. Eigenschaften. Datenschutz, DLC-Inhalte. Controller, Betas, Beta-Teilnahme, keine. DLC-Inhalte sind aus Datenschutzgründen gesperrt. Jetzt mal hier Dateien auf Fehler überprüfen oder so. Oder einfach allgemein Spiel neu installieren, ich weiß nicht. Gestern Abend kam das Update um 22.56 Uhr. Steht was im Community-Hub dazu? Dungeons 4, Update 162. Wir haben gerade ein kleines Update auf allen verfügbaren Plattformen veröffentlicht, welches unter anderem einen Fehler der passiven Fähigkeit für ein Appel und ein Ei oder einen Guru, Probleme im Zusammenhang mit toten Helden und einem visuellen Fehler der Fontänenfalle behebt. Weitere Änderungen findet ihr im vollständigen Detail. Fixes. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob das wirklich am Spiel oder nicht doch an meinem Laptop liegt. Nachdem du eben gesagt hast, der ist sogar ganz ausgegangen. Oder so halb. Ja, also das Phänomen ist immer gleich. Erst wird der Bildschirm schwarz, dann erlischt die Tastatur. So, und ich höre nichts mehr, beziehungsweise vorhin habe ich noch das Spiel gehört. Aber das erste und jetzt das zweite Mal, dritte Mal nicht. Oh, und wenn ich dann wiederkomme, ich mache da nichts zu, ich trage da nichts zu bei, gefühlt. Der ist dann einfach irgendwann wieder da, ich bin auf diesem Windows-Sperrbildschirm, klick drauf, der verschwindet und ich bin wieder ganz normal unter Windows unterwegs. Meine Güte, da ist ja komplett irgendwas mit der Hardware nicht okay, oder? Aber das ist erst seit heute. Ja, heute kaputt gegangen. Ja. Ganz frisch den Kurzschluss reingewachsen.
So, ich starte das Spiel nochmal. Probier es einfach. Wenn das jetzt nochmal weggeht, dann müssen wir mal gucken. Magi, du schaust ja gerade, ob man da einen Patchstand zurückgehen kann, oder? Ja, leider nicht. Dann starte ich auch mal wieder. Ich habe gerade mal kurz beendet gehabt. Das spielende Böse machte sich für eine weitere Partie bereit. Also, Koop. Diesmal keine schöne ID. 57841. Jawohl. Dann Kampagne. Soll ich mal direkt starten? Eine Handvoll Gold. Ja. Freischalten, besiegt drei Züge. Ah. Und er ist wieder weg. Oh Mann. Hm. Das ist ja so übel. Für eine Handvoll Gold. Im Spiel ist er noch verbunden. Noch. Fliegt doch gleich raus. Ja. Wenn ich auf sein Profil gehe, kann ich direkt auf sein Steam-Profil kommen. Aha. Ich habe auch noch Ton. Herrje. Ja, nun. Ich werde jetzt mal probieren, ob das in anderen Spielen auch passiert. Ich sollte vermutlich schreiben. Die hat den Stream vorsichtshalber auch entweder aus, um den Laptop nicht noch zu überfordern, oder an, um uns doch noch zu hören. Sicherheitshalber. Stream ist am Handy. Ah. Liebe Grüße, Handy. Das Bild ist sehr schwarz heute. Klingt ja fast, als wäre der Bildschirm kaputt oder so. Dann wird der Laptop aber nicht komplett ausgehen, oder? Er kennt immer einen externen Bildschirm oder so. Irgendein Kabel locker zu einem externen Bildschirm. Alternativ das letzte Windows-Update zurücksetzen, also rückgängig machen. Man kann ja auch Windows-Updates wieder deinstallieren. Wo geht dann dabei die Tastaturbeleuchtung mit aus? Ja, schwierig. Oh ja, die Maus funktioniert den Geräuschen nach noch. Ach je. Thank you.
Wieso müssen seltene Viecher die Angewohnheit haben, so selten zu finden zu sein? Weißt du, die letzten dauern immer am. Immer die letzten. Ich habe hier nur einen DVI-Anschluss am Monitor. Oh. Ich weiß nicht, was ich großartig sagen soll. Außer Ferne kannst du nicht viel machen. Und der Laptop kann sitzt ja direkt davor und kann nicht viel machen. Und der Laptop kann nur HDMI und USB oder USB-C. Und du hast natürlich keinen Adapter dabei. Warum auch? Ja, also ich habe diese Woche zwei Motoren angeschlossen und verdrahtet und deren Steuerungen angepasst und einige Sachen umgebaut, die dafür notwendig sind, beziehungsweise einfach rausfallen, weil sie anders gelöst werden. Ich habe einen neuen Gaming-PC. Der heizt die Wohnung noch mehr auf, was jetzt im Sommer, im 30-Grad-Sommer richtig praktisch ist. Sieht dabei aber wenigstens hübsch aus. Ja. Ich könnte auch einfach wieder auf meinem kleineren Laptop spielen, anstatt mich zu beschweren, aber... Ach, das ja, jetzt hast du schon einen richtigen Rechner, dann darf der auch was eben tun. Ja, vor allem solange ich noch Urlaub habe. Also heute. Ja. Kuchen. Nächste Woche wieder Arbeit. Ja, ich bin nächste Woche von Dienstag bis Donnerstag unterwegs. Dann fahre ich auch mal die Schnellfahrstrecke nach Süden. Bis nach Stuttgart geht's. Uha. Und dann habe ich noch eine komplette Woche und dann habe ich zwei Wochen Urlaub und dann ist der Techniker da. Und dann kommen Herbstferien, wo ich dann auch wieder frei habe. Wobei ich dann ja meinem Aushilfsvertrag nachgehe und dann 32 Stunden im Monat werde ich dann arbeiten künftig. 32, du faule Socke. Ja, mach das mal neben dem Vollzeit Studium ungefähr. Das ist nicht ganz, also ja gut, ich gelte dann ja, wieder als Student. Geht dann aber nur 2 Jahre. Ich war ja gerade am Dienstag mit meinen ehemaligen Mitstudenten sich treffen und was essen. Und eine von denen macht immer noch den Bachelor. 2017 hat das Studium angefangen. Also ich denke nicht, dass ich so lange gebraucht hätte, aber wenn ich sehe, wie lange es dann bis, wie lange auch die anderen bis zum Master brauchen. Ich weiß nicht, ob ich glaub, das... Dann hast du schon die richtige Wahl getroffen. Ja, also ich weiß nicht, ob das... Also da wäre ich irgendwann wirklich Richtung Burnout gegangen. Ja. Weil es war halt verschiedene Umstände, die dann doch... einfach zu viel wurden auf Dauer. Also bei der Hitze, die der Laptop entwickelt, bin ich ganz froh, dass die Lüfter noch funktionieren. Oh oh, Kurzschluss, sag ich doch. Ich bin wieder im Spiel. Oh, echt?
Wollen wir starten? Mal schauen, wie lange. Ja, dann versuchen wir doch mal direkt zu starten. Besiegt drei Züge, erreicht Kopfgeld und alle Käfige zerstören. Wie nennt man In-game einen Quatsch. Gallischen Gaming-PC? Heizt wie nix. Oh, hey. In-game quatschen. Der Rat der Schnodderlinge war befreit. Aus Dankbarkeit unterstützten diese fleißigen Kerlchen Talia und das antreibende Böse in ihrem Kampf gegen... So, sind hier irgendwo seltene Tiere? Kommt davon. Diese hatte sich in der Zwergenfestung Morio verschanzt. Um sich dort Eintritt zu verschaffen, stellte der Rat der Schnodderlinge einen eigenen Zug her. Ausgezeichnet! Ein eigener Zug. Das ist eigentlich nie etwas, was ich haben wollte. Hört sich so nach Modelleisenbahnzeugs an. Aber wenn wir dafür diese verdammte Zwergenkönigin am Bart zu packen kriegen, ist es das wert. Doch so ein Zug erbaute sich nicht aus Luft. Der Rat der Schnodderlinge würde dafür exorbitant viele Ressourcen benötigen. Eine Aufgabe, um die sich Talia und das ressourcensammelnde Böse kümmern mussten. Glücklicherweise gab es an der Oberfläche jede Menge zwergische Züge, die vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen, durch die Gegend gondelten. Diese konnte man ganz einfach plündern. Okay, ich bin am Haken. Züge hört sich nach eingeschlafenen Füßen an, aber Züge überfallen? Da lacht mein böses Dunkelelfenherz. Vorwärts, Kreaturen! Hinterhalt planen, Baumstämme vorbereiten und dann einfach drauf mit Gebrüll. Oi! Hände weg von meinen Zügen! Die habe ich mir von dem Nixflix-Gold gekauft. Und nicht nur das. Ich habe auch ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Wer mir deine widerwärtige Visage liefert, der verdient einen ordentlichen Batzen. Dies war eine ungute Entwicklung für Talia. Gierige Kopfgeldjäger waren eine ganz üble Spezies. Vergleichbar mit Gerichtsvollziehern oder Steuereintreibern. Als ob mich ein paar Kopfgeldjäger einschüchtern würden. Vorwärts, Kreaturen! Böse Taten ausheben, Wachräume planen und Fallen besetzen! So, ich muss natürlich gerade ein bisschen muten, Mantu, weil... halt in-game quatschen. Ja, sorry, das kriege ich ja nicht mit, weil ich den Stream ein bisschen leise gestellt habe, damit ich dich nicht doppelt höre. Hm. Hallo, Ordi. Moin. Weiterer Versuch, ne? Mhm. Und so, auf geht's. Hey. So. Lass gerade erstmal ein bisschen Gold farmen. Was haben wir? Ach, ein bisschen was haben wir schon. Ich wollte sagen, es geht schon gut los mit Ruckeln. Oh. Ey, die Karte kenne ich doch. Hm. Echt? Die haben die Oberwelt neu angestrichen, aber das Laufwegenetz der Minimap ist quasi 1:1 eine alte Karte. Okay. Sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Hm. Erstmal Geld ausgeben. Ja. Mach gerade auch erstmal die Forschung, alles was man für Geld kaufen kann, so ungefähr auf in einfacher Version. Eine Horde-Kreatur noch, dann ist der Raum erstmal voll. Ja. 9 ist auch immer so eine gute Anzahl für Horde, finde ich, am Anfang. Mhm. Viel mehr braucht man eigentlich gar nicht so sehr. Da würde ich eher dann auf Banshees oder Imps gehen. Mhm. Aber wir kriegen schon mal eine Menge Lava-Spots zur Verteidigung hingestellt. Das ist ja schon mal nett.
und in dieses Mal, im Gegensatz zum letzten Mal, sehe ich auch die Hydro-Lavanone. Ah. Und die ganzen anderen Fallen, die sind jetzt da. Zahltag. Die Dämonen kommen dann relativ weit mit einfach nur Gold. Dämonen sind einfache Wesen. Die wollen einfach nur mehr Geld. So, eine Guru-Farm. Ich hebe mal einen großen Raum oben in der Mitte aus. Machen Sie das. Make it so. Ich hab echt Angst, ne? Bei jedem einzelnen kleinen Ruckler habe ich Schiss bei dem Spiel. Sehe ich gar nicht. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Oh, ein paar Perk-Tränke. Feuerempfindlichkeit. Oh. Magieempfindlichkeit. Der Turm macht getroffene Ziele für 5 Sekunden und 50% empfindlicher gegen magische Angriffe. Nett. Das Verteilen überlasse ich mal dir. Jo. Gegen magische Angriffe hilft noch nicht. Empfindlicher gegen Feuer hilft auch noch nicht. Eine Gruppe Kopfgeldjäger-Anfänger machte sich auf den Weg in den Dungeon, um das Gold für Talias Kopf zu verdienen. Oh, genau! Bringt mir den Kopf von der blöden Dunkelelfengöre! Und vergesst nicht, dass ich bei Tod oder Lebendig das Lebendig 15 Mal durchgestrichen habe. Na dann. Wir haben keine Gurus. Ja, ich bin schon dabei, das so also aufzubauen. Eure Goldader ist fast erschöpft. Also, wir brauchen noch Kisten. Feinde sind im Dungeon. Ich habe noch keine Fallen zur Verfügung. Ich baue das mal hier drüben hin. Ich lasse hier mal noch. Ach, hier kann man nach oben ausbauen. Natürlich prügeln die sich jetzt erstmal um die Gurus. Nee. Laufen doch andersrum. Ich muss da noch einen Batzen Gold drauflegen. Zum Glück schwimme ich dank der Doofnasen bei Nixflix ja ein Geld.
Talia hatte es geschafft, dass das Kopfgeld auf sie erhöht wurde. Dies würde noch stärkere und mächtigere Halunken anlocken. Tja, das ist kein Problem. Die werden sich an mir die Zähne ausbeißen. Ich verstecke mich einfach im Dungeon hinter tödlichen Fallen und bis an die Zähne bewaffneten Kreaturen. Vorwärts, mir nach in die Oberwelt. Moment. Und zweimal drüber nachdenken. Mal gucken, woher wir die nächste Goldader kriegen. Im Moment sieht es da noch ein bisschen duster aus. Ja, bau mal unten ab. Oh, nee. Sprengstoff will ich da nicht einen auslösen. Ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. Okay, Skorpione. Oh. Skorpione sind gut, da können die Leute erstmal trainieren. Sollen sie nicht dabei drauf gehen? Oder haben wir genug Leute offenbar? Wow. Hä? Was wow? Warte mal kurz, was ist denn das hier? Bauteile, aha. Ja, die brauchen wir für den Rad. Schau mal unten auf die Goldader. Die ist wieder richtig toll. Schick, schick. Ich meine, dafür haben wir ja die hier, ne? Diese Bau, ja. Was für 50 Gold. Ja, mal gucken. Stimmt, das hätte ich beim letzten Mal auch schon machen können. Aber da kannst du ja keinen Raum drauf bauen, das ist doof, aber ansonsten. Ja. Das könnt ihr dann abbauen. Naja, wir haben noch eine zweite. Von daher alles gut. Ah, ja. Schon besser. So, dann bauen wir weiter Fallen. Ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. Einige Kopfgeldjäger hatten sich zusammengetan, um die Beute für Talia zu kassieren. Ha, wie jämmerlich! Die werden gnadenlos scheitern. So viel ist sicher. Kreatur, verhaut sie, vermöbelt sie, baut aus den Steckbriefen Papierflieger. Haha! Nochmal Skorpione. Diesmal auch mit stärkeren dabei. Es wird noch nichts, die werden die zu schnell angreifen, die Schneiderlinge. Oh, das ging zügig. Haben wir noch? Na, ich habe jetzt quasi alles für Geld gekauft, was man sich für Geld kaufen kann. Ein Raum voller Riesenskorpione wurde angegraben. Oha. Uh-oh. Weil die Nager raus. Nein, uns krepieren die Leute. Und vor allem, da kommen gerade Gegner. Eine eurer Kreaturen ist gestorben.
Somalia hatte so viele Schurkereien durchgeführt, dass das Kopfgeld auf sie erhöht wurde. Aha. Weichern. Oh, das habe ich jetzt gar nicht gehört. Das kam auch vom Bot. Ja, okay, du bist gerade noch da. Dann habe ich mal den nächsten Raum an, der wahrscheinlich Mana-Linge hervorbringen wird. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Ja, das sind ein paar Mana-Linge. Ja, die müssen jetzt kurz warten. Ja. Ich klaue denen das Mana schnell genug weg. Neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Ein Diamant. Im Moment haben wir ein bisschen was an Zeugs. Mach raus aus dem Voice Chat. Tschüss. Wie bitte? Ja. Ich hab, also, ich hab's leider gar nicht verstanden. Akustisch. Nee. Er hat auch sehr genuschelt. Oh, die Mana-Linge in Richtung der Gegner treiben. Schon hat sich das Problem von alleine gelöst. Oh ja, sehr gut. Dann sind wir noch links bei Elite. Ne, es sind gar keine Elite. Okay. Und hallo. Alias Kopfgeld wurde abermals erhöht. Ach, guck mal, wir sollen Gold an den Rad machen. Was können wir machen? Audi, ich hab gehört, dass du einen Zug bauen willst. In der Region wurde gerade Öl gefunden und ich bräuchte einige Dinge, um diese Armen gegen Freiheit zu bringen. Wenn du mir ein paar Ressourcen beschaffst, könnte ich dich auch bei deinem Zug unterstützen. Du schon wieder. Ich hasse es, wenn du deine widerwärtige Visage in meine Angelegenheiten steckst. Du siehst so hässlich aus. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also nicht, dass ich mich in euren Familienstreit einmischen will, aber ihr seid doch Zwillinge und seht genau gleich aus. Hey, halt dich da raus! Blöde Erzähler! Verdammte Dunkelelfe! Ich reiß dieser meckrigen Pseudo-Zwerge die Augäpfel raus und spiel damit Ping-Pong! Aber nur, wenn ich dir nicht zuvorkomme. Nee, 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 nee.
Eieieiei. möchtest du mal in die Oberwelt gehen, bisschen Bösartigkeit sammeln? Hab ich auch gerade überlegt. Gerade ist ruhig hier im Land. Ich würde mal so lange weiter Fallen bauen. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Ah, so viel zum Thema, ist es ruhig. Na gut, hat jetzt nicht so viel gemacht. Kreaturen ist gestorben. Ui, ui, ui. Direkt vor dem Ausgang so viele Elite. Ein Raum voller Riesenskorpione wurde angegraben. Die Hydro-Lava-None, die Skorpione an. Geldjäger wollten die Beute für Talia kassieren. Ja. War ja auch gerade schon am Auswählen. Einmal schnell wieder zurück. Einmal heilen. Eure Feinde sind im Dungeon. Trankhütte. Ui, okay. Dann lege ich eben noch was bei dem Kopfgeld oben drauf. Hey, Partner. Danke dir für die Lieferung. Damit kann ich auf alle Fälle das Öl einheimsen. Ich meine, Freiheit exportieren. Hier ein paar Sachen, die du für deinen Zug gebrauchen kannst. Trankbrauhütte. Gute Trankbrauhütchen. Kisten. So. Weiter Versuch. Oh wow, lies mal die Beschreibung auf dem grünen Fähnchen. Okay. Aber sah genauso aus wie bei der Naga gerade. Ist gestorben. Ja, man kann es so erahnen. Eine eurer Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Okay, die Imps sind schon nicht schlecht. Nee, die Imps sind gut. Ich hab die auch echt gerne, wegen der hohen Reichweite und dem hohen Schaden.
einfaches Tier. Tali hatte so viele Schurkereien durchgeführt, dass das Kopfgeld auf sie erhöht wurde. Es ist Zahltag. Eine eurer Kreaturen ist gestorben. Rückzug. Oje. Aber es hat zumindest schon mal ein bisschen was wieder an Bösartigkeit gebracht. Ja. Ich würde das vielleicht mal in die Guru-Farm investieren, dass wir da besser Bösartigkeit rauskriegen. Ja. Offenbar sind wir da wieder drauf angewiesen. Oh, noch mehr Gold. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Ja, also Gurus und Schnatterlinge würde ich priorisieren, glaube ich. Dass wir da die Diamantader frei haben, dann haben wir echt Ruhe. Ja. Aufgedeckt. Ein Elite-Marderling. Er hatte meinen Laptop nicht am Stromnetz. Aha. Habt ihr den vorhin abgesteckt? Ich hab vergessen, ihn wieder dran zu machen, wohl. Ups. Hab ich da nicht, gefragt, ob der wirklich. Ja, da. Da war er noch. Daraufhin habe ich ihn abgesteckt. Ah. Ich hatte ihn nämlich, angesteckt, weil ich beim Hochfahren schon gemerkt habe, dass der nur irgendwie 18% Akku hat oder so. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich lieber direkt. Sag mal, was machen die denn da? Die Schnodderlinge. Warum stehen die alle im Eingang? Aber die Leichen da rausholen wollen. Nee. Ach, sorry. Kopfgeld auf Talia wurde erhöht. Wie viel Kopfgeld mussten wir haben? 100.000 eine Million. Oder eine Million? Eine Million. Ja, da werden wir eine Weile dran sitzen. Ah, hier ist eine neue Quelle. Eine neue Quelle. Kleine Quelle. Mehr Geld. Ah, das Klimpern höre ich doch gerne. Ach stimmt, so Gunone und so kann man natürlich auch mal wieder hier hinbauen. Gunone, Bionone. None, Danone. Oh je. Wobei wir sind ja das Böse. Da ist Danone natürlich sehr vorne dabei. Wurde vollständig abgebaut. Wann sind denn die ganzen Nagas verstorben? Aua. Da war vorhin einmal der Eintrag, dass 6 Horde-Kreaturen gestorben wären. Ja, ich dachte, das sind nur die Dings gewesen. Die Nagas hätten es noch reingeschafft. Nee. Jutti, haben wir halt neue gesorgt. Ich werde mal gerade ein bisschen Mana angraben. Da komme ich ran. Okay, wir haben gleich wieder Besuch. Im Dungeon.
Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ah, Hydro-Lava-None kümmert sich auch um Mana-Linge. Ja. Allerdings mit einem Hauch zu wenig. Speichern. Die andere kommt ganz knapp nicht dran. Nee. Lösung: dritte bauen. Talia sah sich abermals ein paar Kopfgeldjägern gegenüber. Ihr habt eine Aufgabe abgeschlossen. Du hast jetzt auch Heilungstränke zur Verfügung. Ah, sehr, sehr schön. Oh, gucken wir doch nochmal nach den Perk-Tränken. Mhm. Weil wir haben ja jetzt auch Imps. Und Imps, die mehr Feuerschaden machen. Sind in den Dungeon eingedrungen. Sind gute Imps. Mhm. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ein Mana-Ling. Es ist einer. Talias Kopfgeld wurde abermals erhöht. Genau, effizientere Guru-Farm und Schnodderlinge für Stein. Und dann nochmal 250 Bösartigkeit als nächste Stufe. Jo. Ja, wir kriegen jetzt schon mal mehr Gurus. Pau. Und weg. Und weg, was? Oh. Das und weg habe ich aber noch gehört. Noch. Ja. Ich bin auch noch da. Ich habe nur keinen Bildschirm mehr. Okay. Und, was sehen Sie sonst so in Ihrer Umgebung? Ein Arbeitshandy, das mich zum Glück in Ruhe lässt. Das kenne ich. Ich habe erst nächste Woche wieder Bereitschaft. Ja. Wir haben zum Glück nicht so oft Bereitschaft und ich bin da sowieso jetzt raus, weil Techniker. Ja. Aber wir hatten heute einen Kundenanruf. Erste Sahne. Schweden. Mhm. Kunde ruft an, Werk steht. So, okay. Ja, ich sagen Ascor, unser Leitsystem fällt quasi dauerhaft aus. So. Die gucken da rein, sagen, ja, SPS sendet uns zu viele Telegramme, das Netzwerk ist überlastet, dadurch schaltet der Server ab. Oh. Und ich guck da rein, also, okay, ich weiß, bei euch ist das immer alles komisch. Welche Steuerung ist denn bitte, wenn ihr bei euch Steuerungsnummer 3 stehen habt, welche Steuerung ist das denn wirklich? So ein bisschen geguckt, welche Bahnen sind das, dies, das, Ananas.
Welche Teilnehmer? Ah ja, okay. Steuerung gefunden, das ist Steuerungsnummer 11. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Guck da rein. Das ist S5. Und dann stehst du da. Und dann denkst, also S5 in der Fernwartung funktioniert ewig schon nicht mehr. Mhm. Ja. Was machst du denn jetzt? Ja, Bescheid gesagt. Kunden angerufen, meine ich. Dachte mir, ja, wir machen hier gerade einen Umbau, dies, das. Ja, und dabei sind halt diese Probleme aufgestanden. Und ich so, Umbau? Ich weiß aber von nix. Wir sind nicht vor Ort. Ja, ich schreibe gerade eine E-Mail an den anderen, mit dem ich heute Morgen gesprochen habe, ne, mit dem von dem unserem Leitsystem. Da steht das dann als Erklärung drin. Ja, und dann haben die uns basically geschrieben, ja, wir schmeißen gerade euch raus und bauen dafür Konkurrenz ein. Und dabei ist es zu Problemen gekommen mit eurem System, was wir gerade zerlegen. Wow. Toll. Großartig. Und jetzt stehen wir da, helfen wir dem Kunden trotzdem? Gegen eine saftige Rechnung, versteht sich. Mhm. Oder sagen wir halt, ja, dann muss halt die Konkurrenz schneller umrüsten. Ne, wie gesagt, Anlagen S5 sind Baujahr 2003. Mhm. Da wurde ewig nichts gemacht. So. Die haben mit uns keine, also kein, ich sag mal, kein Kontakt. Der Konzern schon, aber dieser Standort halt nicht. So, und wenn der Standort jetzt entschieden hat, einfach auf Konkurrenz umzurüsten, sehe ich jetzt nicht, warum wir da jetzt übertrieben großzügig sein sollten. Mhm. Ja, okay. Wir haben da noch eine Person. Achso, du kannst ja eh gerade nicht spielen, ne? Ich wollte gerade sagen, du musst dich schon kümmern. Ich höre alles, aber ich sehe halt nichts. Mhm. Ach, jetzt muss ich das ja auch machen. Ja, ich weiß nicht, ob ich was, also, was wir machen sollten. Wenn wir neu starten oder. Also, speichern und dann neu laden. Weiß ich nicht, das ging bisher ja sonst auch weg. Hm. Ich speichere mal. Okay, jetzt ist der Ton komplett hinüber. Ja, das merke ich auch. Und das Spiel ist eingefroren. Das Spiel ist eingefroren. Also es geht ganz, ganz langsam weiter. Ganz, okay. Ganz. Ich habe den Stromstecker wieder reingetan. Ja, es wird wieder schneller. Ja, jetzt läuft es wieder normal und Musik spielt auch wieder. Okay, sehr gut. Ja, warten wir einfach mal ab, ob mal wieder das Bild nochmal wiederkommt oder nicht. Hm. Oh hey, Gurus, ja. Gurus geben die Bösartigkeit, die wir brauchen, um die Schneiderlinge aufzuwerten. Auf Stufe 3 für Steinabbau. Damit gibt's jetzt die Diamantader in allen vier Richtungen. Die Diamantader in allen vier Richtungen. Ein neuer Bereich im Dungeon. Ein neuer Bereich mit noch mehr Manerlingen. Oh, du bist wieder da. Kopfgeldjäger waren unterwegs, hey. Um die Beute für Talia einzusacken. Ist ja irre. Hey,
Die machen aber einen Schaden, die High-Level-Mana-Linge. Eieieiei. Eine eurer Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Okay. Aber ich habe so eine Idee, wo eventuell der andere Dungeon-Eingang ist. Dungeon entdeckt. So viel Lava hier ist. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das Alalua. Herzlich willkommen im Stream. Guten Abend. Schreibt doch was im Chat. Dann muss ich mal die Tür zumachen. Also die Wand. Eure Feinde sind im Dungeon. Ratet sie. Also die normalen, die machen die halt einfach so weg, ne? Da kennt ihr nichts. Na Bend, schau das Spiel zum ersten Mal. Macht sie was aus, etwas mehr zu kommentieren? Nein, überhaupt nicht. Kennst du denn grundlegend das Spielprinzip von Dungeons, beziehungsweise Dungeon Keeper oder ähnlichen Konsorten? Nein. Wie? Im Grunde genommen basiert das Spiel auf der Idee von Dungeon Keeper, das ist, weiß nicht, knapp 30 Jahre alt oder so. Peter Molyneux. Genau. Der auch wieder irgendwie zum Leben erwacht ist. ja, das war gruselig, als der wieder da war. Ja. Es gibt ein Dungeon-Herz. Das ist dieses hier. Das gilt es als Spieler zu verteidigen. Gleichzeitig gilt es im Original dem Gegner, der auch in diesem Untergrund hier quasi aktiv ist, den zu eliminieren. Das kann man machen, indem man verschiedene Kreaturen anheuert und man spielt halt immer das Böse. Und also was du hier jetzt alles siehst, sind halt verschiedene Räume, die verschiedene Sachen bringen, die einem dann eben bei genau dem Ziel weiterhilft. Also mal beispielsweise hier oben diese ganze lilane Kreppis, das ist Mana, den kann man später für Zauber verwenden. Das Arcanium hier soll noch ausgebaut werden, deswegen ist das alles so markiert, dann kommen hier kleine Arbeiter und machen das. Und dann wird der Raum erweitert und dann gibt es mehr Platz für Mana. Hier drunter ist eine Werkstatt, da kriegt man sozusagen Kisten, mit denen man dann Fallen bauen kann, mit denen man Türen bauen kann. Alles Mögliche zur Verteidigung des Dungeons. Und es gibt Quartiere für die anderen Kreaturen. Die haben dann hier ihre Schlafgemächer. Je nach Kreatur halt ein eigenes Bett. Und damit, mit verschiedenen Variationen dann, kämpft man irgendwann an der Oberfläche, bei uns jetzt, wir sind jetzt bei Dungeons, nicht mehr bei Dungeon Keeper, gegen weitere Gegner. Da hat Ordi gerade einen Trank geworfen. Zum Beispiel hier hinten stehen jetzt Imps, das sind Dämonen, ich kann immer in den Forschungsbaum gehen. Es gibt vier Kategorien. Einmal einen für den Dungeon, da gibt es dann diverse Räume zum Freischalten, die ganzen defensiven Sachen. Es gibt hier die Horde-Kreaturen, das ist eigentlich so der Standard-Allrounder, ein Tank, ein Heiler. Die Betten, die wir uns eben angesehen hatten in dem Raum. Und verschiedenes weitere. Dann Fraktion Dämonen, das sind die Imps, die Fernkampfangreifer, die recht stark sind. Hier ist auch zum Beispiel das Mana mit dabei, wo dann später Zauber genutzt werden können. Hier links nehmen wir zum Beispiel ganz gerne. Das zweite von unten, Meteorschauer, ist zum Beispiel sehr stark. Eine eurer Kreaturen ist gestorben. Und ganz rechts gibt es noch die Untoten. Die sind, sag ich mal, mehr gut für Effekte. Wobei der Knochenfürst war auch ein ganz guter Tank, ne? Der Knochenfürst ist ein schlechterer Ork. Ja.
Okay, es sind gleich der Ork. Ja, also ich hab's bei den Untoten noch nicht ganz raus. Die Banshees sind ganz nett, weil die Gegner verlangsamen, aber die halten halt nichts aus. Knochenfürst ist halt wirklich einfach das gleiche wie ein Ork, kostet mehr Geld, hält weniger aus. Der Vorteil bei denen ist, dass die halt diese Gefolgsleute-Dinger da mitnehmen können. Stimmt. Diese Minions. Mhm. Ja, genau, dafür ist dann auch noch der Kerker da. Da kann man dann noch die Helden, die man umnietet, einsperren und für Bösartigkeit eine der drei Ressourcen einsperren. Man kann sie später auch noch foltern. Ganz liebenswürdig. So Obelix-mäßig liebenswürdig. Beim Eisgrab kann man Helden in Geister quasi transformieren und sich zunutze machen. Ja, mit den Kreaturen kämpft man dann halt nach und nach sich durch, beziehungsweise verteidigt sich gegen diese. Und meistens übernehme ich immer den Dungeon-Bau, weil mir das dann relativ viel Spaß macht. Und gewisses also planerisch hier, wie man was hier möglichst effizient nutzen kann. Hier können wir zum Beispiel gerade Helden, quasi die Guten, und latschen in unsere Fallen, deswegen kriegen wir hier oben kleine Schadenszahlen und gehen nach und nach kaputt. Ganz grob gesagt. Und jetzt biegen sie zum Arcanium ab. Vielleicht solltet ihr den Zugang zum Arcanium woanders bauen. Ja. Die da nicht immer zum Arcanium laufen. Mich nervt ja schon, dass der Schlafbereich von den Untoten wieder so einfach zugänglich ist. Weil die respawnen nur, solange die ihre Gräber haben. Sobald die Gräber weg sind, sind halt auch deren Respawn-Punkte weg. Und dann wird's unschön. Also, ich schütte mal den Zugang zum Arcanium zu und baue dafür mal die Tür auf der anderen Seite. Ein paar Kopfgeldjägern gegenüber. Okay. Hier haben wir Gurus, die einmal Nahrung geben oder durch einen Buff, den wir in der Kampagne gekriegt haben, geben die auch Bösartigkeit, wenn wir die zärtlich streicheln. Und Klapsen. Genau, man gibt den Klapsen. Dafür kriegen wir Bösartigkeit und mit Bösartigkeit können wir wieder forschen. Kann ich zum Beispiel mal die Zauber freischalten und die Schatzkammer verbessern und ich würde eigentlich gerne die Horde verbessern. Und die aber die Arena. Dann bauen wir mal die Arena. Vielen Dank für die tollen Erklärungen. Wie viel? Wie bitte? Ich hätte sonst gesagt, bevor du die Arena machst, mach die Untoten. Ja. Damit die Banshees mir nicht mehr ständig wegsterben. Ja, okay. War gut. Mach ich beim nächsten Mal. Ja. Spielzeit für die Map ist einfach. Wir haben heute Abend angefangen. Um gegen 20 ganz Uhr. Ganz grob. 40. Ja. 50. Ja, also 40, 50, so um den Dreh. Aber kann man hier nicht einsehen? 48 Minuten haben wir jetzt auf der Karte. Abzüglich technischer Probleme. Genau. Also man spielt halt so missionsbasiert. Es gibt eine Kampagne, die immer von dem von dem Synchronsprecher von hier Rufus aus Deponia eingesprochen wird. Und wir haben die Hauptkampagne schon durch und sind jetzt halt im DLC. Da gibt es ja nochmal eine kleine Extra-Story. Es gibt nochmal zwei hier drei Fallen mehr. In diese Hydro-Lava-None, die dann. Kommen sie hier. Entdeckt. Die diese das hier machen. Tatsächlich ein paar Desperados. Warum?
schien unklar. Howdy, Partner. Das sind meine Jungs, die vielleicht kleine Konflikte mit dem Gesetz hatten. Wenn du sie befreien würdest, wäre ich dir wirklich dankbar. Die sind halt neu mit dem DLC dazugekommen. Damit kann man sich jetzt quasi Lava und Wasser noch ein bisschen mehr zunutze machen. Es gibt so Fontänen, die... Was genau macht die eigentlich? Schleudert beim Auslösen Gegner in alle Richtungen davon und erhöht die Effekte von Lava bzw. Wasser für betroffene Helden. Also... Wenn die hier quasi durch Lava laufen würden und diese Fontäne dann durchqueren würden, würden die Lavanonen noch mehr Schaden machen. Das verwirrte Böse hatten die Käfige zerstört und die darin einsitzenden Halunken befreit. Howdy und danke dir, Partner. Hier habe ich ein paar Dinge, die du vielleicht brauchen kannst. Das haben meine Jungs gefunden. Das Kopfgeld auf Talia wurde erhöht. Oh, ich sammle das immer ein. Wir haben ein paar Geistersoldaten bekommen. Oh, nett. Ja. Nicht ganz. Eine eurer Kreaturen ist gestorben. Untote. Untote brauchen ja. Wir recht viel Bösartigkeit. Also mal so eine knappe Ressource. Ja. Also doch wieder auf Gurus gehen. Nee, mir ging's darum, dass ich einmal nicht kurz nicht aufgepasst habe und dann ist eine Heldentruppe, die auf dem Weg zum Dungeon-Eingang war, vorbeigekommen und hat die ganzen Imps geschlachtet. Ja, wie sind denn die Helden hier bei der Guru-Farm gelandet? Die sind da freiwillig hochgegangen, weil die das Gold haben voll. Na gut, dagegen habe ich ja nichts, wenn die da oben hingehen. Plötzlich ist das Mana leer. Ja, ich habe noch keine Infusomaten. Ja, war mir so ein 3 Zauber gewirkt. Mana weg. Ja. Also der Meteorschauer ist stark, aber der ist halt auch echt teuer. Hab hier einfach mal alles aus, wenn die das können. Noch können wir da nicht graben. So, bin jetzt auf dem Rückweg. Jo. Was Ordi macht, kann man hier unten links auf der Minimap immer ganz gut sehen. Ich bin da relativ selten auf der Oberfläche, weil ich meistens in Dungeon genug zu tun habe. Normalerweise streame ich das ja auch, dann kann man das bei mir ganz gut mit beobachten, aber ja, ich bin gerade froh, dass ich spielen kann. Ach, hier ist der Bahnhof, den man im Intro gesehen hat. 9200 Lebenspunkte. Aber schöne kleine Westernstadt hier. Quasi das Thema vom DLC. Ja, und ein Herzstück von dem ganzen Spielkonzept ist es halt, dass man den Dungeon selber bauen kann. Talia hatte so viele Schurkereien durchgeführt, dass das Kopfgeld auf sie erhöht wurde. Oh, eine Million Kopfgeld wird echt dauern. Wir haben doch schon 158.000, das steigert sich immer schneller. Ich fand, die letzte Steigerung war eher minimal, aber okay. Ich bin zum Beispiel am Überlegen... Was ist das Kopfgeld? Das ist was, was nur explizit in dieser Mission vorkommt. Hier oben rechts sind quasi immer so Missionsziele angegeben. Ich mache mal kurz ein bisschen mehr Kontrast. Hier läuft zum Beispiel ein Timer ab, wann sich immer das Kopfgeld erhöht. Hier ist halt die Höhe des Kopfgelds. Und hier sind so einzelne, quasi Untermissionen. Hier oben kann man zum Beispiel auch Effekte bekommen für... In der letzten Mission war es zum Beispiel Dynamit, dass man... quasi kaufen kann, indem man zum Beispiel Werkzeugkisten dafür verkauft sozusagen einsetzt, tauscht, und das Dynamit kann man dann nutzen, um die auf Gegner zu werfen und Schaden zu machen. Und das Kopfgeld ist
eigentlich. Ich würde mal. Also, dadurch, dass Tal ja noch nicht gestorben ist bei uns, wurde das Kopfgeld wahrscheinlich auch noch nicht ausgezahlt. Aber es ist so, wenn Ordi jetzt gerade an der Oberfläche hier kämpft und Tal ja draufgehen würde, dann würde das Kopfgeld ausgezahlt werden. Wir müssten halt wieder von vorne anfangen, sozusagen. Die Jäger machten sich auf den Weg, um das Geld für Talia zu kassieren. Also idealerweise stirbt sie mir in der Mission einfach nicht. Genau. Den Dungeon habe ich immer leichter gesagt als getan. Hm. Den Dungeon habe ich verstanden, denke ich. Was ist das hier von der Oberfläche? Das ist quasi der Ursprung der Gegner. Das hat sich doch gelohnt. Oh ja. Oh, du kannst ja noch den Turm. Die Oberfläche ist quasi der Ort, von dem die Helden immer kommen. Du siehst ja zum Beispiel diese ganzen blauen Icons, diese, Bälte. Waren da schon immer so viele oben drauf gerade? Kommen nicht alle von dem Turm. Ja. Eine Banshee ist wieder draufgegangen, eine Naga. Jedenfalls hier sind Zelte. Und in diesen Zelten werden immer quasi die Helden gespawnt, die uns dann angreifen. Das heißt, an der Oberfläche sind wir zum einen, um die, ja, diese Camps dann umzunieten. Zum anderen gibt es auch zum Beispiel gute Wesen. Das sind drei oder vier unterschiedliche, die auf die dann Bösartigkeit geben, wenn man die umnietet. Also zum Beispiel ein Einhorn kann man dann umnieten und kriegt dafür dann Bösartigkeit. Könnte demnächst oder deine Leute auf wieder dieser Karte ist brauchen. Ja. Auf dieser Karte ist es halt der Zug, der hier rumfährt, den man platt machen muss. Ihr habt eine Kreatur für immer verloren. Uff, die Bösartiger war ja schnell weg. Ich wollte gerade sagen, ich kann wieder deine Leute gebrauchen. Ja, ich bräuchte die einfachen Zauber. Ja. Als nächstes jetzt. Bin da. Gut. Die Kreaturen dann jetzt auch. Und je nach Mission gibt es an der Oberfläche halt dann, ich sag mal, das Hauptziel, einen bestimmten Punkt zu erreichen oder. Aber ich würde sagen, das ist ziemlich missionsabhängig. Also ja. Wir hatten Missionen. Aber meistens sind die Missionsziele an der Oberfläche. Jetzt sind wir bei 300.000. Es gab Missionen, da musste man im Untergrund verschiedene Punkte erreichen, indem man sich dahin gräbt. Es gibt Missionen, an denen man an der Oberfläche so eine Art Tauziehen veranstaltet. Also das ist tatsächlich sehr, sehr missionsspezifisch. Vom Konzept her natürlich immer relativ ähnlich, aber jetzt im ist Detail das passiert, wovon ich vorhin geredet habe. Das Grab war weg, also ist die Banshee verstorben. Ja. Feinde haben den Dampf. Aber wieso geht das Grab überhaupt weg bei denen? Weil die Helden das klein gekloppt haben. Aber die kommen doch gar nicht. Die sind einmal rumgelaufen. Doch, die sind einmal rumgelaufen. Ah. Und, ja. Ich habe leider noch keine besseren Türen. Ja. Ich hatte jetzt gerade nochmal die Gurus verbessert, den Dungeon allgemein, damit wir die Guru maximieren können. Und einmal die Schnodderlinge nochmal. Ich würde eigentlich gerne weitere Räume schon mal vorbereiten, damit wir die zum Beispiel Bierbrauerei hier mit unterkriegen. Ja. Wo zum Beispiel. Mit dem hier kann ich erstmal nichts anfangen. Ein bisschen weiter in die Richtung. Das hier kann man mal ausbauen.
Das ist schon ausgebaut, das ist ausgebaut, das bleibt so. Die Guru-Farm würde ich auch gerne erweitern, aber das ist immer so ein Ding. Hier ist dann Mana. Bei Mana hat man immer das Risiko, dass dann die ja, Mana-Linge erscheinen. Gegner, die im Dungeon auftauchen. Ich bin im Überlegen, ob man dieses Vortex-Portal noch weiter vergrößert, weil es sind immer nur zwei Portale und... Mir hat sich noch nie so recht erschlossen, warum ich, oder warum man mehr bauen sollte als zwei von denen. Talia hatte so viele Schurkereien durchgeführt, dass das Kopfgeld auf sie erhöht wurde. Hier können wir nochmal eine Tür reinbauen. Hier können wir schon mal Türen reinbauen. Das hier wieder zuschütten. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Ja, ja, Mana-Länge sind da. Ordi, bist du noch da? Ja. Ja, ja, ich hab die Heldentruppen im Blick. Mhm. Verbessere ich hier jetzt nochmal, also ich vergrößere einfach nur die Fläche, die die Guru-Farm hat, damit wir halt mehr Gurus kriegen, die Kapazität quasi erhöht wird und auch einfach die Spawnrate ist immer schneller steigt, weil quasi mit jedem einzelnen Feld ja ein Guru spawnen kann. So, die geben Bösartigkeit, die kann ich dann wieder einlagern. Einmal... Nö. So, ich habe auf den Button gedrückt. So, Gurus sind maximiert. Super. Heldentruppen abgewehrt für den Moment. Ein weiteres Mal geht's an die Oberfläche. Also, wenn ich zu viel hin und her springe, sagt Bescheid, ne? Ich bin halt relativ viel, dass ich hier über die Minimap mache. Weil ich halt dann relativ schnell von zum Beispiel dem Arcanium irgendwo hinspringe, weil ich hier nur einmal das Mana ablade, das irgendwo anders, ja, quasi aufgekloppt wurde. Mehr mache ich da ja nicht. Und dann gehe ich wieder dahin, wo ich quasi als nächstes weitermache. Muss mal gucken, was brauchen wir da noch, um Bier freizuschalten? Fraktionsforschung Stufe 5. Ja, ich glaube, ich werde als nächstes mal ein bisschen in Fraktionsforschung investieren. Investieren. Oder Infusomaten, aber ich glaube noch nicht. Talias Kopfgeld wurde abermals erhöht. Ja. Mehr Kopf pro Geld. Oh, hier hinten ist eine Goldader. Talia sah sich abermals ein paar Kopfgeldjägern gegenüber. Und da ist irgendwas, was man nicht kaputt machen kann? Doch. Und ihr spielt Koop mit dem Split einer Dungeon und einer oben. Wie spielt sich das im Singleplayer? Skaliert die Schwierigkeit im Koop? Feinde haben den Dungeon betreten. Also... Ich spiele halt nur im Koop, deswegen kann ich da zur Schwierigkeit nicht viel sagen. Ich bin eh immer auf höchster Schwierigkeitsstufe. Ja, das stimmt. Wir spielen immer auf maximaler Schwierigkeit. Aber ja, wir sind auch, ich sag mal, strategiespielmäßig schon eher... weiter vorn. Ja, du auf jeden Fall. Ich bin eigentlich eher der Battlefield und sowas. Aber ja, einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Also ich habe Dungeons 3 und 4 auch im Singleplayer einige Male gespielt. Ich weiß nicht, ob es skaliert, weil ich finde, der Koop ist einfach ein bisschen entspannter, weil ich mich zum Beispiel um die Kreaturen nicht kümmern muss. Das macht Ordi für mich. Ja, das macht mir Spaß. Ja, ich weiß nicht, ob die Schwierigkeit sich irgendwie ändert in der Art. Aber
Dungeons 4 im Singleplayer schwieriger als Dungeons 3 im Singleplayer. Ja, das stimmt. Dungeons 3 war bedeutend einfacher. Im Skirmish, ja. In der Kampagne würde ich das nicht mehr zwingend immer sagen. Und ja, die Kampagne war da auch etwas einfacher, aber... Ist der Koop auf 2 Spieler begrenzt? Ja, ist er. Sorry für die vielen Fragen. Gar kein Problem. Das ist, gibt ja nur Stoff zum Quatschen. Also immer gerne. Ich wollte Richtung Bio- und Allgemeinfraktionsforschung. 150, 200, geh ich mal hier auf die Horde. So, und jetzt habe ich die Arena noch gar nicht gebaut. Ich held. Da wollte ich eigentlich die Brauerei hinbauen, also Bierbrauer. Weißt du, wir haben hier relativ viel Platz. Was ist das für ein Platz? 9x9, hervorragend. Bei einigen Räumen gibt es immer so Sachen, die man da reinbauen muss. Und bei den Arenas gibt es zum Beispiel diesen Kampfring, wo dann tatsächlich die Kreaturen trainieren. Der Raum alleine nützt dann noch gar nicht so viel. Muss dann auch wieder mit Geld und Werkzeugkisten gebaut werden und so. Achso, die Gegner sind wieder bei dem Friedhof. Ja. Haben wir hier im Untergrund noch? Achso, ist schon da. Eure Goldader ist fast erschöpft. Deswegen mag ich denn die einfachen Zauber, weil das Portal ist echt Gold wert. Ja. Hatte so viele Schurkereien durchgeführt, dass die 149.000 sie erhöht wurde. Und da kommen schon wieder die nächsten. Hui, ein paar Gubbel. Oh ja. Beide haben den Dungeon betreten. Platsch. So, alles einsammeln. Einmal Staubsauger für Bösartigkeit, bitte. 666 Bösartigkeit. Oh. Und vorbei. Ja. Genau. Fraktionsforschung, bessere Tränke. Ja. Und Bier braucht nochmal 150 Bösartigkeit. Ja, wir kriegen schon mal mehr Tränke und muss die Brauerei die Tränke-Dingens vergrößern. Sonst haben wir nicht. Nicht den nötigen Platz. Achso, nee, halt, warte mal. Ah, stopp. Nein, stopp. Ah, zu spät. Ich habe nicht dran gedacht, hier hinten wird ja wahrscheinlich das neue Portal dann sein. Der neue Dingens. Ich bin doof. Feinde haben den Dungeon betreten. Ich wollte irgendwie die Kapazität für Tränke erhöhen, aber das Problem ist... Die Richtungen, die ich das jetzt quasi nach oben erweitern wollte. Man kann ja auch die Räume hier so bauen. Wo hatte ich das gemacht? Hier. Die Brauerei nutzt dann quasi den Weg hier einfach als Raum mit. Aber das kann ich hier nicht machen, weil hier hinten vermutlich ein neuer Dungeon-Eingang irgendwann erscheinen wird. Deswegen baue ich das jetzt nochmal nach hier, aber dann habe ich keinen Platz mehr, um die Trankbrauerei-Hütte zu verbessern. Ihr habt eine Kreatur. Das Kopfgeld auf Talia wurde erhöht. Bin ich doof. Beziehungsweise ich arbeite ja auch schon aktiv daran, dass sich das halt einfach ergibt, dieser nächste Dungeon-Eingang. Ich bin ja auf der Oberwelt auf dem Weg dahin. So, jetzt gab es genug Bösartigkeit durch die Gurus. Dann können wir auch die Brauerei bauen. Und vielleicht die Werkstatt schon mal auf Stufe 2 bringen. Werkstatt Stufe 3 ist halt echt hilfreich. Nee, nicht Fallen, sondern hier Brauerei. Die Brauerei braucht dann auch nochmal solche Gebäude hier, die Braukessel.
Und dann gibt's Bier. Bier für die Horde. Aloha, Aloha, ja, Alaloa. Wie bist du eigentlich auf den Stream gekommen, wenn du Dungeons noch nicht kennst? Beziehungsweise allgemein, wie, also... Frag mal einfach so. Ich habe aus purer Langeweile mich durch Streams geklickt. Ja. Dann ist doch schön, dass du hängen geblieben bist hier. Also. Keine Sorge, Maggie meint das genauso, wie er es sagt. Ich bin mir noch nicht sicher, dass ich, ob ich weiß, wie ich das meine. Ich verteile gerade mal wieder ein paar Buff-Tränke. Naja. Immerhin sterben die Orks ja auch schon mit schöner Regelmäßigkeit. Da muss man ja auch mit Trigger Regelmäßigkeit dann die Tränke wieder verteilen. Mhm. Apropos Tränke, ich liefere mal bei also die restlichen Tränke an den hier Zug um Zug. Ja. Gibt auch nochmal Bösartigkeit. Was kann man noch sagen? Ich sage, wir gehen wieder raus. Ja, ich folge einfach mal. Das ist das Portal in der Zaubernarche. Zur UI. Hier links gibt's Zauber als eine. Der Zwergenkönigin wurden entdeckt. Ah, hier. Nervige. Gibt's einmal Zauber, dann die Tränke, dann Fähigkeiten von Talia. Talia ist quasi die Protagonistin oder Antagonistin, die böse Protagonistin. die hat auch nochmal ein paar Fähigkeiten. Und im DLC ist noch eine Fähigkeit für den Dungeon Lord dazugekommen. Damit, Talias Kopfgeld wurde abermals erhöht. Kann man einen Guru übernehmen und selber spielen. Quasi aus der Ego-Perspektive und sich das Gold in naher Form anschauen. Oder die ganzen Fallen, die man so gebaut hat. So ganz wozu, weiß ich auch nicht. Man kann auch hier dann die Wände abbauen. Also, ich fand das ganz nützlich, um zum Beispiel diese Schwefelstationen auszulösen, ohne dass die Schnodderlinge da direkt mit in die Luft fliegen, weil dann kann man ja selber abhauen, nachdem man den ersten Schlag gelandet hat. Ah, da kann ich nicht abbauen. Okay. Ja, richtig. Mit denen kann man dann natürlich selber dann fliehen. Kümmere ich mich nochmal kurz um die Guru. Ach so, wir haben ja auch Effizienztränke. Dann können wir die Gurus auf 310%. Oh. Spiel laggt. Okay, geht wieder. Ja, war bei mir auch kurz. Langsam. Aber bei mir ist alles normal ansonsten. Mhm. Lorderlinge können nun Graustein abbauen. Und die Stufe 3. Hier. Es gibt hier. Nochmal drehen. Hm. Wir können drehen. Ja. So und. Oh, toll. Bau hier. Drehen, drehen. Danke. So. Es gibt hier eine zweite Maschine in dem Raum. Infusomaten. Mit den. Die geben quasi Batterien aus und die Batterien kann man anstelle der Schnodderlinge dann hier arbeiten lassen. Und das muss ich mal ausprobieren. Kann man eigentlich diese Arbeit dann machen? Eure Kreaturen haben einen Raum mit Riesenskorpionen entdeckt.
Hier sind wieder ein paar Helden. Oh, und die Banshee. Eine Banshee auf, allein auf weiter Flur. Oh, Bösartigkeit ist voll. Ja. Weil ich mich doch gerne sofort drum. Ja. Und dann komme ich wieder nach Hause. Jo. Ja. Ich hab mal die Horde erweitert und Untote. Sehr gut. Oh. Wir haben in der Tat einen neuen Bereich freigeschalten. Noch mehr Gurus. Ich würde erklären, was ich mehr tue. Hier war gerade so ein Diamant aufgetaucht. Das passiert selten, aber ab und zu. Den kann man einfach in die Schatzkammer legen und kriegt dafür dann irgendeine Geldsumme. Ich weiß gar nicht, wovon die abhängig ist. Das ganze blaue Geflimmer hier kommt zum Beispiel gerade durch den Trank, den ich hier reingeschmissen habe, mit dem Dungeon verbessern. Es gibt einen Effizienzschub von 60% zu 4 Minuten. Andere Tränke, klassischer Heiltrank, Geschwindigkeitstrank. Talia hatte so viele Schurkereien durchgeführt, dass das Kopfgeld auf die halbe Million geschafft. Gehirnwäsche sorgt dafür, dass die Kreaturen vergessen, dass sie Hunger haben, dass sie Mana brauchen, dass sie Bier trinken wollen, sowas in der Art. Effizienz hatten wir schon. Erdfraßtrank ist ein Trank, damit könnte ich zum Beispiel hier eure Schmetterlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Oh. Okay, das nehmen da dran wie im doch müsste gehen. Ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. Könnte Kreaturen gebrauchen. Oh ja. Ich habe jetzt quasi so einen Trank hier hingeschmissen, der baut den Dungeon ab. Und ermöglicht damit zum Beispiel den Zugang hier hin. Und ja, kann man halt mal machen. Gibt Sachen, die können nicht abgebaut werden. Hier dieses schwarze Gestein zum Beispiel, das kann man nicht abbauen. Dass es hier jetzt zerstört wurde, lag an diesem Schwefelgestein. Das ist speziell platziert und kann tatsächlich alles abbauen. Also zerstört halt alles. Hier ist so ein Schwefelgestein zwischen. Wenn man das damit kaputt macht. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde. Mehr Mana-Linge. Einige Kopfgeldjäger machten sich auf den Weg, um das Geld für Talia zu kassieren. Wieder hier rüber. Erweitere ich die hier. Da oben. Oh, die war hier vorhin bei den Skorpionen. Hier waren vorhin noch Skorpione. Hier ist jetzt zum Beispiel so ein Edelstein aufgetaucht. Und wenn ich den Edelstein jetzt hier in die Schatzkammer packe, kriegen wir Geld. 5000 haben wir gekriegt. Okay. In die Flammen schmeißt. Hat eine Goldader vollständig abgebaut. Ey. Ja, hier oben können wir auch mal Gold abbauen. Kreaturen eingesperrt. Ja gut. Okay. Oh, Gurus können wir wieder 800 umnieten. Schade finde, also ich finde es einerseits gut, dass wir das jetzt gemacht haben, aber in Dungeons 3 haben sich die Sounds von den Gurus noch gestapelt. Das heißt, du hast irgendwann ein heilloses Guppi gemacht. Wie auch immer man das halt beschreiben will. Die haben dann da. Es hat vor allen Dingen ein heilloses Gerucke gegeben ab einer gewissen Größe. Ah, gut, das tut's ja auch noch irgendwann. Hier wollen wir bessere Türen haben. Mehr. Kreaturen. Bessere Kreaturen. Ich schalte erstmal Horde und Naga-Champion frei. Horde. Naga. Ork-Champion. Ja. Okay. Dann lege ich eben noch was bei dem Kopfgeld oben drauf.
Die Orc Champions haben mal direkt den Trupp zerlegt. Hager Champions kommen auch gleich, muss nur mal kurz die Gurus. Ach, hat sich schon erledigt. Zack. Dann bessere Tränke. Dämonen und Untöte können auch trainieren. Das Problem ist, die trainieren. Das ist, glaube ich, eher was. Die Arena ist, glaube ich, echt im Singleplayer hilfreicher. Wenn man selber nicht die Zeit hat, an die Oberfläche zu gehen und mit den Kreaturen die Gegner umzulieten, dann ist die Arena ganz gut, weil die Kreaturen dann in der Arena leveln können. Ja. Ohne, aber so bin ich so viel draußen mit den Kreaturen, dass sie hier gar keine Chance haben, die Arena effektiv zu besuchen. Ja. So, Knochenfürst. Mal gucken, haben wir jetzt noch Räume freigeschaltet, die ich noch nicht gebaut habe? Nee, noch nicht. Aber ich habe jetzt bessere Türen, die würde ich gerne schon mal einbauen. Ja, müsste gleich beim Dungeon-Eingang sein. Ach so, ja. Hier, schon mal kurz zu Ordi. Die Ork-Champions haben hier jetzt große Rüstung an und das war gerade ein Schildzauber. Einfaches hier. Hinten haben die Nagas jetzt irgendwie so ein riesen Belk um sich herum. Das hier ist Gorgu. Ein Gefäß für das ultimative Böse. Komplett Kampagnenteil, das alles zu erklären, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Eine Goldader vollständig abgebaut. Zeit nicht zugänglich, na dann. Okay. Na, dann kannst du zumindest schon mal unten die Helden wegplatten. Aber du hast noch Gegner da unten. Du greifst gerade an zwei Fronten an. Ja. Ja, Gorgo macht das alleine. Gut, die Champions machen das auch, alleine. 1337, ach ja. Da war ja was. Halt, Gorgo, sammel mal die hier auf. Okay. Sammel das. Bösartigkeit auf, danke. Ach, bei Gorgo kann man auch noch die Fähigkeiten sehen. Talia hier sah sich abermals ein paar Kopfgeldjägern gegenüber. Ja, Gorgo rufen kostet leider ein bisschen Bösartigkeit. Aber mittlerweile haben wir da ja auch eine Grundversorgung. Von daher. Ja. 600 sind wieder da. Das ist tatsächlich auch eine Beschäftigung, die ich hier im Dungeon oft habe. Einfach nur die Gurus zu klatschen und für Bösartigkeit dann zu verforschen. Ja, Tempel, Halle der Entspannung, Kerker, dann habe ich jetzt mal ein paar Räume zu bauen. Nochmal mal bessere Heiltränke. Dann baue ich zum Beispiel schon mal den Kerker hier hin und das Tempel. Wir brauchen Gold. Ich muss mal wieder graben. Ach, guck mal, da ist was. Ah. Gefunden. Ach so, du hast die Dings befreit, deswegen. Ein paar Mana bei der Diamant in eurem Dungeon aufgetaucht. Ach so, zwischendurch hatten wir einfach genug Gold. Aber ja, ich schalte mal um. Oh, wir haben Infosomaten, da werden sowieso gleich welche frei. Die kann ich jetzt hier auf die Maschinen setzen, alles was irgendwie produzierend ist. Und dann laufen die automatisiert und die Gurus werden für andere Tätigkeiten frei. Dann nehme ich mir mal 3, 4 von denen. 1, 2, 3. Das Kopfgeld auf Talia wurde erhöht. Oh, da sind zwei Edelsteine. Einfach so.
Schon ist das Geldproblem wieder gelöst. Ja. Wenn wir wieder nach Hause kommen. Kann man machen. Ja. Wäre schon ganz nett. Einmal die Mana-Länge umnieten. Was müssen wir denn machen? Wahrscheinlich den Zug bauen, für den, ja, da den Zugang freizuschalten. Ich kann ja mal die Kisten dahin liefern. Wir haben ja ein paar Kisten. Wir haben gerade gar keine Kisten übrig. Wir haben ja ein. Ja. Feinde sind in den Dungeon. Also wenn wir wieder Kisten haben, achte ich darauf, die mal in den Zugbau zu schmeißen. Ich mach mal die Mana-Linge weg und bin ganz kurz auf Toilette. Bis gleich. Bis gleich. Oh, ist da dann wieder ein Diamantader? Ja. Ja. Sehr schön. Aber nur von einer Seite krieg ich die wirklich nicht mit dem Festtrank die hier durch. Es ist Zahltag. Ah, schade. Muss ich mich mal eben selber drum. Ja, Gegner ankommen. Oder hier Gegner einfach sind. Oh, hier ist eine Diamantader. Verstanden. Bei Edelsteine gibt noch mehr Geld. Bei Geld. So, was können wir noch machen? Oh, Danzikon. Das hier würde ich gerne behalten zum Ausbauen. Den Kerker könnten wir noch vergrößern. Da nicht mehr viel übrig. Baue ich doch noch mal ein paar Fallen hier mit hin. Brauche ich mal eine andere Art von Fallensystematik mit ein. Wir haben hier ein bisschen Platz. Ja, wir sind teilweise schnell lieben. Wurde abermals erhöht. Ein paar Kopfgeldjäger wollten die Beute für Talia kassieren. Okay. Eure Armee hat sich gerade durch Ableben verkleinert. Wer denn, wie denn, wo denn? Irgendwas Blaues, wahrscheinlich wieder eine Banshee. Nee, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte zu den Fallen. Und dann wollte ich hier mal wieder diese Fallenart bauen. Da bin ich wieder. Phoebe, ich glaube, mir ist zwischendurch ein, zwei Banshees kaputt gegangen. Kaputt, kaputt? Nee. So. Da brauche ich dann nochmal Gunone hin. Oh, was gibt's denn hier hinten? Ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. Aha, Mana-Linge. Okay, sind schon weg. Ja. Wir halten ja nichts aus. Aber da waren eigentlich auch die Stärke. Hier oben ist ja Gold. Ui. Stimmt, wir haben jetzt auch den Goldtrank hier, dann können wir eigentlich mal. Kreaturen ist gestorben. Oh. Der arme Scharfschütter. Also.
Wir müssen den Goldtrank noch verbessern. Wir haben mal wieder ein paar Gurus. 1100. Eieieiei. 1300 ist das Kapazitätslimit. Bibichen. Ja, Bibi Oddi. Tränke. Ich wurde gerade auf irgendeinen random Streamer weitergeleitet. So, jetzt bin ich wieder im richtigen Chat. Aber was war das denn? Ich weiß nicht, ich bin noch im richtigen Stream. Das hatte ich so jetzt eigentlich nicht vor. Die Holztür ist ja süß. Okay, jetzt eine Eisentür. Wo du bist? Inwiefern? Ja, direkt am Dungeon-Eingang. Die Tür. Ach so. Ja. Staut es sich jetzt. Auf die. Wir müssen aufhören, Dinge zu bauen. Oder wir brauchen mehr Bauautomaten. Ah, stimmt. Ich kann nochmal wieder hier die Batterien einbauen. Wir haben auch keine Kapazität. Kommt auch noch dazu. Ja, soll ich mal die Werkstatt verbessern? Hört die Effizienz und Kapazität, das kann man ja durchaus noch. Ich kann ja mal die Werkstatt hier so ein bisschen noch erweitern in die Richtung hier. Achso, ich bereite mal hier vielleicht auch schon mal nein, keine Fallen gerade vorbereiten. Gerade schon. Achso, nee, stimmt, da oben habe ich vergessen. Und unten irgendwie auch. Okay, ich habe nichts gesagt. Nee, die sind schon fertig. Ach, die haben gerade keinen. Auch gar nicht produziert. Setz hier auch mal einen Effizienztrank rein. Das Spiel steht wieder. Ja, aber mir sind gerade alle Hühnchen gleichzeitig verstorben. Ja, bei mir auch. So, Werkzeug. Kapazität 200. Sollte passen. Sollte erstmal eine Weile reichen, jo. Zusammenkratzende Böse hatten die benötigten Dinge für den Rat der Schnodderlinge abgeliefert. Diese waren sehr zufrieden mit dem aktuellen Fortschritt. Was bitte heißt hier aktueller Fortschritt? Ich dachte, das Ding ist jetzt durch und wir können endlich diese Zwergenfestung stürmen. Ganz so schnell ging es leider nicht. Der Zug war bisher nur zu einem Teil aufgebaut.
Der Rat der Schnodderlinge benötigte noch mehr Ressourcen, um den Zug mit knalligen Lichtern und unnützen Heckspoilern auszustatten. Aber wenn die Heckspoiler unnütz sind, warum brauchen wir... Okay, egal. Ich hinterfrage die Dummheiten hier gar nicht. Vorwärts, Kreaturen! Mehr Ressourcen sammeln! Gold, Mana und Bösartigkeit. Und überall die 666 drin. Alalua. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne morgen ab 20 Uhr wieder. Sonntag ab 13 Uhr. Sonntag ab 20 Uhr. Und nächste Woche habe ich leider nicht. Schau auf dem Discord in den Streamplan. Morgen gibt es leider keinen Mittagsstream mit Anno 2070 und Chaos, weil. Also Chaos ist ein Mitspieler hier. Talia hatte so viele Schurken, weil ich morgen halb beschäftigt bin, noch anderweitig. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Nächste Woche bin ich auch noch in Stuttgart. Da kann ich dann auch nicht streamen. Ja, aber komm gerne wieder. In Strudelgard. Wir brauchen Leute im Dungeon. Ui. Die, Zug freischalten macht Dinger. Mhm. Die haben eine Menge Gold. Mana, ja, Mana haben wir ein bisschen. Ach stimmt, Mana kann ich auch einsetzen, ich Depp. Ja, hab doch genug Leute im Dungeon. Gut, sind Gegner, aber wer achtet schon auf Details? Ach. Erstmal die Trankproduktion wieder errichten. So, Mana, 1600. Links oben sind auch noch Gegner, die kommen gerade an, Heldentrupp. Oh, da ist noch gar keine Tür gebaut. Holztür, Holztür. Ich hau mal wieder Gurus um. Mach das. Kriegen wir auch die Bösartigkeit für den Rat. Ah, wir haben fast die 1 Million. Ja. Oh, Bösartigkeit. Dann brauchen wir nur noch Gold. Der Zug erledigt. Gestellt. Er Man sieht ihn sogar. Wie verrückt und Moment mal, da stimmt doch was nicht. Was war das für ein lauter Knall? Und wo bitte schön ist der Zug abgeblieben? Der Zug des Rats der Schnodderlinge war explodiert. Offensichtlich war Nitroglycerin nicht als Leuchtstoffmittel geeignet. Die possierlichen Kerlchen ließen sich davon aber nicht unterkriegen und standen bereit, den Zug abermals aufzubauen. Wenn, nun ja, wenn Talia und das blöd aus der Wäsche guckende Böse ihnen noch einmal die Ressourcen lieferten. Was? Wer ist denn auf diese dämliche Idee gekommen? Ich erinnere mich da an diese Dunkelelfe, die das vorgeschlagen hat. Naja, kann ja mal passieren. Ich denke, da sollten wir jetzt nicht zu streng sein und das einfach schnell in Ordnung bringen. Als wäre das alles nicht schon traurig genug, hatte die Explosion einige Riesenskorpione im Untergrund geweckt, die nun aktiv wurden. Ja, in der Tat. Die stürmen gerade direkt auf unser... Gut, okay. Die Zauber sind manchmal mächtiger als gedacht. Gegen Standardgegner zumindest.
Ja. Ach, Quatsch. Die. Machen wir so. Oh, dafür haben die eine Diamantader mitgebracht. Hm. Das ist natürlich nett. Okay, die Verteidigung gegen die Zwerge steht auch schon mal. Ja, okay. Oh, nett. Er spült die einfach weg. Ja, das ist eine aggressive Verteidigung. Mhm. Ja, kann man laufen lassen. Und die Drachen kotzen alles weg. So, was brauchen wir denn wieder? Gold. Liefert Schnotterlinge an den Rat. Wie bitte? Na dann. Wir sind in den Dungeon eingedrungen. Liefert magische Batterien an den Radio, die haben wir. Weil ich gebe die erst für unsere eigenen. Unsere eigenen. Sachen hier aus. So, jetzt können sie. Fläche haben. Hier wieder lauter Perk-Tränke, aber die muss man auch erstmal. Perk der Rüstung Stufe 3. Steigert die Rüstung der Kreatur um 2. Wow. Ding Dong, es ist Zahltag. Wirklich Schnotterlinge an den Rat abgeben. Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Finde ich aber nicht nett. Mal kurz warten, ich habe mal 6 Stück abgegeben. Ja, ich wollte sagen, also du könntest es jetzt einfach auf einen Schlag wahrscheinlich beenden, die Karte. Halte ich nicht so viel von. Vor allem wird das garantiert nicht das letzte sein. Wir haben ja noch eine Aufbauphase. Wir sind ja bei der 2. von 3, oder nicht? Nee, 2 von 3 sind erledigt. Oder wären wir doch mit 1 gestartet und nicht mit 0? Ja, gut. Nee, dann wäre ja 1 von 3 erledigt. Wieso sterben gerade alle Kreaturen? Ich erhöhe mal die Anzahl an Schnodderlingen. Eieieiei. Wo sind die denn jetzt gewesen? Sich gerade durch Ableben verkleinert. Ja, das habe ich mitbekommen. Wollen wir noch verbessern hier. Und die Halle der Entspannung bauen. Talia hatte so viele Schurkereien durchgeführt, dass das Kopfgeld auf sie erhöht wurde. Nun, das Nekrodein-Sekon haben wir noch gar nicht gebaut. Oh. Muss man wieder einiges noch nicht. Nö, eigentlich nur das.
eine Necrodancicon und die Halle der Entspannung habe ich gerade erst freigeschaltet. Ja, aber wir haben auch noch nicht das hordische Labor und... Ja gut, das habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Weg, um das Gold für Talia zu kassieren. Ja. Das Eisgrab können wir auch bauen. Das können wir bauen? Ah. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, gut. Okay. Hier ist irgendwie so... Euer Portal wird ja angegriffen. Oh hey, wir haben die Millionen geknackt. Talias Kopfgeld wurde abermals erhöht. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Man kann auf den Bodengittern aber Türen bauen. Ah, das ist praktisch. Das Kopfgeld auf Talia war so hoch, dass sogar so mancher Erzähler schwach werden könnte. Hey, halt du dich da raus, du kriegst deine Gage und gut ist. Talia hatte so viele Schurkereien durchgeführt, dass das Kopfgeld auf natürlich überhaupt nichts miteinander zu tun.
Ich kann mal wieder Schmetterlinge verteilen. Moin Chaos. Hey Chaos. Guten Abend. Hallöchen. Uhu. Bescheuert. Ah, den noch wieder Informatenbatterien verteilen. Ich glaube, ich brauche noch so einen Mana-Schrein. Als nächstes kommt die Folterkammer. Das Gewölbe der Macht. Theoretisch. Ah, Eisgräber haben wir ein paar. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Ja, das ist kein Problem mehr. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Nicht, dass sie eigentlich... Eure Armee hat sich gerade durch Ableben verkleinert. Wie viele Zwerge willst du auf einem Ort? Das Spiel? Ja. Hui. Brenne! Das ganze Ding brennt! Feinde sind im Dungeon! Schmeiß mal ein paar von den Helden in die Gefrierkammern. Oh. Und ich baue vielleicht dann mal ein paar neue Räume für unsere nächsten Versionen. Eine eurer Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Ding Dong, es ist Zahltag. Urschnetzeln. Es ruckelt irgendwie ganz minimal, das Spiel. Ja, ein bisschen. Also eigentlich, es ruckelt ja nicht mal, es läuft halt einfach langsam. Ja. So, hordisches Labor. Oh ja, das können wir gut gebrauchen. Dann eine hübsche, nette kleine Folterkammer. Das ist ein Ausmaß, das ich irgendwie immer noch nicht so ganz verstanden habe. Offenbar irgendwie so ein 4x4 auf halben Blöcken gefühlt.
schon, verdammtes Spitzohr. Muss nur noch ein wenig das Kopfgeld erhöhen. Noch ein wenig. Ist doch nicht, also nicht so viel. Ei, und Chaos hat den Angriff erfolgreich geschafft. So, ihr Kreaturen, könnt ihr jetzt einmal bitte trainieren gehen? Nee. Brauchen wir eine größere Arena? Ich glaube, die sind schon. Sind die schon Max-Level? Ja, die Untoten sind nur Stufe 5 im Moment. Wieso sind denn die Horde-Kreaturen schon alle wieder Max-Level? Ich habe die gerade erst neu gekauft. Was ist da los? Wieso haben die so schnell trainiert? Eure Feinde sind im Dungeon. Oh, die Kosten an Bösartigkeit sind schon... Hui. Das Kopfgeld auf Talia war so astronomisch hoch, dass es die besten Kopfgeldjäger anlockte. Die ganzen neuen Schnodderlinge, die jetzt wieder dazugekommen sind, einmal hier ab. Euer Portal wird angegriffen. Wie kommt da eigentlich nichts voran? Haben die so viele Aufträge gerade, die Schnodderlinge? Ich weiß auch nicht, aber gerade irgendwie allgemein geht nicht so wirklich was vorwärts im Dungeon, habe ich das Gefühl. Es wird wenig produziert. Können wir nochmal die magischen Batterien wieder einsetzen. Da schon mal Mana weiter. Ach, die Schnodderlinge transportieren die Leichen von den ganzen Zwergen. Ah, ja gut, das erklärt's, weil es waren echt, echt viele Zwerge. Ja, also unser Kerker ist überfüllt. Warte mal, kann ich den Kerker nochmal schnell verbessern? Ja, Kapazität erhöht. Aufgedeckt. Neuer Bereich im Dungeon. Ach, da links sind ein paar Viecher. Ja, weiter mal schnell den Kerker. Eure Feinde sind im Dungeon. ...51 haben wir jetzt mindestens im Kerker. Ach, hier sind in den... Geräten sind auch noch welche drin. Hier ist einer... Es ist Zahltag. Oben war einer... Effizienz von Gurus verbessern. Steht wieder. So geht's weiter. Das unproduktive Böse hat den Dungeon voll im Griff. Aber es geht weiter.
Oh, die greifen da gerade unsere Arena an. Body. Jo. Wir haben gerade noch relativ viele Gegner hier. Oh, dafür haben wir eine Menge Gold. Gerne. Hi. Ja, Einheiten wird bestimmt nicht für mehr Lag sorgen. Nein, überhaupt nicht. Talias Kopfgeld wurde abermals. Ordi, wie überziehen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht, wo der Gedanke herkommt. Nee, es geht nicht bis 24 Uhr. Ich habe schon gesagt, ich muss morgen noch was anderes machen. Moin, Chaos. Junge, wir suchen den Wahnsinnigen. Hast du diesen Mann gesehen? Der Wahnsinnige! Nehmt ihn bloß fest, nehmt ihn fest! Ganz ruhig, Junge. Das hier ist doch nur eine Zeichnung. Wenn die Einblendung ist, ärgert mich immer noch so. Das Kopfgeld auf Talia war so hoch, dass sogar so mancher Erzähler schwach werden könnte. Hey, halt du dich da raus, du kriegst deine Gage und gut ist. Ich wollte eigentlich noch einen Raum bauen. Hier, Gewölbe der Macht wollte ich noch bauen. Dann würde ich gerne speichern und beenden. Wer will denn machen? Haben wir denn schon Dings? Wir sind in den Dungeon eingedrungen. Die Wiederbelebung für die Horde. Ja. Drei Stück laufen. Ach, da unten. Ah, ich wollte auch gerade die Batterien dann nehmen, aber irgendwie. Habe ich einfach nicht gekriegt. Okay. Einmal Sturm des Bösen. Geschwindigkeitstrank. Stärketrank. Schutzschild. Und drauf. Talia hatte so viele Schurkereien durchgeführt, dass das Kopfgeld auf sie erhöht wurde. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Wenn eins von diesen guten Wesen stirbt, bevor es den ersten Angriff machen konnte. Schon irre, wie viel Bösartigkeit man hier braucht. So, wir pesen jetzt mal über die Oberfläche, dass du alles gebaut hast und speicherst. Dann komme ich schnell zurück und dann speichern wir. Eure Goldader ist fast erschöpft. Nee, sehe ich nicht. Zahltag.
50.000 Gold. Es ruckelt. Jetzt wieder, ja. Ja, das waren ein paar fiese Skorpione auf einmal für das Spiel. Ah. Oh, cool. Ich spiele jetzt ein Spiel. Das ist etwa Age of Mythology Retold? Aber Kause, habe ich dich nicht irgendwie gesehen an 2070 spielen? Gefangene werden aus eurem Dungeon befreit. Was? Ordi, Hilfe! Wobei, ich kann die auch einfach umliegen. Ja, ich spiele 2070 mit einer Freundin derzeit. Na dann, viel Spaß. Opa. Die kriegen dich schon, verdammtes Spitzohr. Muss nur noch ein wenig das Kopfgeld erhöhen. 1,5 Millionen. Ah gut, dann bin ich jetzt wieder zurück im Dungeon. Also von mir aus kannst du speichern. Ja, alles klar. Ich hätte eigentlich nur gerne noch das Gewölbe der Bösartigen. Ach so, kann ich ja. Weil dann würde ich jetzt einmal da noch die Blaupause hinsetzen und dann weiß ich, dass ich das da noch bauen will. Ah, und der Raum ist genau ein zu klein. Na dann. Dem, dem. Teleport Schnodders. Ja. Einige berühmte Kopfgeldjäger machten sich auf den Weg, um das Gold für Thalia zu kassieren. Ach, mein Ace-Mod, kommt Age of Mythology raus, wird Stone hat zur Seite geschoben. Ja, wir spielen es dann ja eh nochmal richtig, wenn wir da in, wenn wir mit 2070 durch sind. Daher alles halb so wild. Gut, dann ich speichere und beende. Jo. Ist gespeichert. Jo. Beenden. Der Host hat das Spiel geschlossen. Magie, wenn wir irgendwann mal Stoneheart spielen, dann nehme ich aber meine Kolonisten mit. Sei nicht so, aber ich will mit meinen Carpenter, Mason und Blacksmith mit irgendwelchen Cash-Killer-Items leveln. Nicht mein Carpenter. Also ich weiß, was du meinst. Ich... Nee, geht mir ja eh nicht. Ich würde es auch gern irgendwie anders hinkriegen, aber hilft ja nichts. Hab nicht die Zeit dafür, das zu spielen. Auch wenn ich es versucht habe, aber ich bin nicht mehr als 2-3 Stunden weit reingekommen. Eieiei. Okay. Maggie, ich lass euch direkt mal alleine. Ja, ich würde ein bisschen quatschen. Mich oder auch so. Verabschieden. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis die Tage. Viel Spaß morgen. Viel Spaß Sonntag. Jo. Dir ein schönes Wochenende. Jo. Bis denn. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Freitag. Aber gern. Bis denn. Ciao. Dann kann man make nix. Gute Nacht, schlaft schön. Bis morgen Abend. Tut mir leid.